Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf Jungle Farm Radio. Heute erstmals mit unserer neuen Sendereihe Nachgehakt. Ein kurzer Wochenrückblick über das Weltgeschehen. Ich bin der Josch und ich begrüße ganz herzlich unsere heutigen Co-Moderatoren, den Ottmar und den Helmut. Hallo. Hallo aus Wien. Hallo Josch, hallo Ottmar. Hallo und natürlich auch ein Hallo an den Jan, der im Hintergrund an der Technik zugange ist. Kommen wir gleich mal zum ersten Thema. Es geht um eine Klage von der, um eine Strafanzeige von Sarah Lucia Hassel-Reusing. Sie ist Bürger- und Menschenrechtlerin und sie hat bereits mehrfach geklagt, zum Beispiel gegen den EU-Reformvertrag, gegen den ESM, gegen den Fiskalpakt. Und jetzt hat sie zusammen mit ihrem Mann Volker Reusing am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Strafanzeige eingereicht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es geht um die Lage der Griechen. Angezeigt wurden Christine Lagarde, das ist die geschäftsführende Direktorin des IWF, Frau Angela Merkel, der Wolfgang Schäuble, José Barroso und der Herman Van Rompuy, das ist der Präsident des Europäischen Rates. Herr Osman, ihr habt die Aussicht auf Erfolg? Na, ich bezweifle das stark, nachdem ja bis jetzt alle Klagen irgendwo abgewiesen wurden. Zum Teil meines Erachtens mit ein bisschen fadenscheinigen Gründen, aber es scheint jetzt so zu sein, dass selbst also Verfassungsbestimmungen, wie wir wissen, die Bailout-Klauseln einfach ausgehebelt werden, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Und wir kommen dann eh noch in einem dritten Thema noch dazu, also dass der ESM auch rechtens gesprochen wurde von anderen Klagen, also auch von einer irischen Abgeordneten, die meint, der ESM sei nicht rechtens und würde also genau diesen Bailout-Klausel widersprechen, wurde auch abgeschmettert. Also ich glaube, die Aussichten sind eher gering. Ja, die Klage gegen den ESM von Thomas Pringle, die war leider ja, genau dasselbe. Das ist schon echt schwierig. Trotzdem wünschen wir Ihnen viel Glück und zumindest ist es mal eine Negativschlagzeile, die in die richtige Richtung weist. So, ne? Ja, mir gefällt sehr gut, dass man ganz einfach jetzt eine andere Klage macht, also nicht gegen den ESM oder EVSF, sonst irgendwelche rechtlichen Bestimmungen, sondern gegen die Menschenrechte. Und das, was sich in Südeuropa abspielt, ist sicherlich, ich sage mal, ein Klagstatbestand, weil wenn Leute also sich die Medikamente nicht mehr leisten können, wenn also 55% Jugendarbeitslosigkeit herrscht und wenn also die Arbeitslosigkeit in den südeuropäischen Ländern um das 3- bis 4-fache gestiegen ist in 4 Jahren und die Politiker immer noch vorgehen wollen, dass es sich um ein Friedensprojekt handelt bei der ganzen Europäischen Union, ja, dann ist das schon an Heuchelei nicht mehr zu überbieten, was hier die Politiker uns vorgaukeln. Ja, vor allen Dingen die Selbstmordrate ist wahnsinnig angestiegen in Griechenland. Die Gewalt auf den Straßen nimmt zu. Also den Menschen geht es da wirklich ganz, ganz furchtbar schlecht, muss man mal klar sagen. Also ich halte die Lage auch für berechtigt. Na gut, dann gehen wir mal weiter zu einer Pressemitteilung von Marco Bülow, der ist MdB, also Mitglied des Bundestages. Und in dieser Pressemitteilung bezeichnet er die Abstimmung zur Griechenlandhilfe als Verhöhnung des Parlaments. Und das wohl aus gutem Grund, oder? Helmut? Ja, wenn die Frage an mich geht, ja, auf alle Fälle. Und auf den Marco Bülow möchte ich an dieser Stelle ganz besonders verweisen, der schon vor 2 Jahren ein Buch herausgebracht hat, das auf der Intelligence auch kommentiert wurde, das heißt Wir Abnicker, wo er in allen Details erklärt, dass Abgeordnete eigentlich nichts anderes zu tun haben, als die vorgegebenen Entscheidungen einfach zu bestätigen. Abnicken hat er den Begriff dafür verwendet. Und der hat kurz vor dieser letzten Abstimmung hat eine Presseaussendung herausgegeben und hat erklärt, es wurden 2 Seiten auf Englisch zur Verfügung gestellt, dann kam irgendwann einmal ganz, ganz kurz vor der Abstimmung, kamen 150 Seiten, wo die Zeit einfach nicht mehr da war, um das durchzuarbeiten. Und von Abgeordneten, von den Vertretern des Volkes wird einfach erwartet, Ja zu sagen. Und das ist die Demokratie, mit der wir heute konfrontiert sind. Was mich aber an diesem Punkt ganz besonders wundert, ist, dass dieser Marco Bülow nicht bekannter ist. Das Buch, das er verfasst hat, das wirklich erstklassig ist, ist im Amazon-Ranking irgendwo bei 44.000 oder so. Und das ist einfach Pflichtlektüre. Jeder Bürger eines demokratischen Staates, dessen Abgeordneter, der aus der Schule plaudert, sollte eigentlich sich damit auseinandersetzen. Und ich verstehe nicht, warum es nicht passiert. Mhm. Nee. Ja. Ja, mir scheint, dass sagen wir, die übliche Praxis also der uns vorgegaukelten parlamentarischen Demokratie zu sein. Es gibt so einen Art Parallelfall in Österreich, das ist glaube ich so 2 Jahre her. Wir haben einen Bundeskanzler, der die Verfassung
abgebrochen hat, nämlich verspätete Vorlage des Budgets. Da gibt es eine eindeutige Verfassungsbestimmung, die also wie jemand das Budget vorzulegen ist, und das haben also der damalige Bundeskanzler, der auch jetzt wieder Bundeskanzler ist, einfach nicht ernst genommen, und das hatte natürlich überhaupt keine Konsequenzen. Ähnlich in dem Fall ist es deswegen, weil auch hier so ein Budgetgesetz mit allen Budgetbegleitgesetzen so 5 bis 10 Gesetzesrichtlinien umfasst und es natürlich auch mehrere 100 Seiten betrifft. Also wenn jetzt ein Parlamentarier wirklich ernsthaft das durchlesen will, so braucht er wahrscheinlich, ich sage einmal, mindestens 2 Wochen, um also hier ernsthaft dann auch in eine Diskussion einsteigen zu können. Und man setzt die Termine so kurz, so wie in, hier auch in Deutschland im Bundestag bei der Abstimmung. Da hast du 300 bis 600 Seiten und dann 2 Tage später musst du abstimmen. Und das führt natürlich die parlamentarische Demokratie ad absurdum. Also das ist alles so wie der Bühler völlig richtig geschrieben hat in seinem Buch, ein Abnickverein. Bei uns sagt man auf Österreichisch so ganz nett eine Handelheberpartie. Ja? Also jeder geht halt rein, wird von der Fraktion vergattert und dann wird ihm halt erklärt, beim Gesetz 5 unter Punkt C musst du ja stimmen, beim Punkt 5 Punkt D musst du nein stimmen. Und das machen dann die Abgeordneten im Parlament, und insofern ist natürlich das in keiner Weise mehr eine Demokratie, geschweige denn, dass solche wichtigen Gesetze überhaupt diskutiert werden. Ja, vor allen Dingen früher war das gar nicht so, dass man das schriftlich immer eingereicht hat, sondern da musste sich jemand hinstellen ans Mikrofon und musste erstmal seine Position ausgiebig begründen. Ist ein anderer ans Mikrofon und hat seine Position begründet, und so hat halt jeder seine Position da vorgetragen, und irgendwann ist das eingeschlafen. Man hat dann seine Position nur noch schriftlich niedergelegt und den Parlamentariern kurz vor der Abstimmung auf den Tisch gelegt, ja. Und damit das erledigt, sonst hätte das so gar nicht passieren können. Ne? Also in Österreich gibt es da noch, ich habe jetzt den Artikel leider nicht gefunden, vielleicht können wir den später in unseren Sonntagsrevue Nachbetrachtungen einmal wirklich wortwörtlich einfließen lassen. Der Abgeordnete Peter Pilz von den Grünen, der wirklich einer der bravsten und fleißigsten Abgeordneten ist und auch sehr, sehr viele Dinge aufgedeckt hat, einer der besten Mitarbeiter und Analytiker in den Untersuchungsausschüssen ist, der hat einmal festgesagt und gesagt, na, die Parlamentarier bekommen den höchsten Hilflosenzuschuss. Also die österreichischen Parlamentarier verdienen circa so etwas über 8.000 Euro brutto. Und aufgrund der Tatsache, dass sie halt so wenig arbeiten, es gibt da auch immer wieder, ich sage einmal, so ein Verzeichnis, wer wie lange, wie viel redet, wobei das vielleicht nicht so repräsentativ ist, weil sie auch in den Ausschüssen tätig sind, das müssen wir ehrlicherweise dazu sagen. Und er meinte eben bezogen auch auf diese damalige Budgeterstellung und die unter Anführungszeichen nicht gegebene Debatte, dass die Leute halt einen hilflosen Zuschuss bekommen, weil sie ganz einfach nur die Hand heben und gar nicht wissen, worüber sie abstimmen. Ja klar, und ich meine, Parlamentarier, die werden heute nicht mehr gekauft, die hält man sich halt als Banker so ein bisschen wie ein Haustier. Und man muss sich das mal vorstellen, es geht immer um 44 Milliarden Euro, knapp 44 Milliarden, 43,7. Und zum Vergleich, im Bundeshaushalt wäre das mehr als der komplette Etat von Verkehr und Bau einerseits mit 25,9 Milliarden und der Gesundheit mit 15,4 Milliarden. Das sind zusammen 40,4 Milliarden und hier geht es um knapp 44 Milliarden. Ja? Und die Parlamentarier bekommen keine Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Die Griechenlandrettung ist ohnehin ein Witz für sich. Das wird so natürlich nie funktionieren. Das Einzige, was die Griechen rettet, wäre, wenn man ihnen direkt das Geld leiht und nicht den Banken. Dann hätten sie vielleicht noch eine Chance. Und vor allen Dingen müsste man dort erstmal ein bisschen die Vermögenssteuer einführen und mal die Reichen zur Kasse bitten. Jemand, der da eine ganz plausible Lösung gefunden hat, wie man das machen könnte, das war der Volker Pispers. Der würde dort den Wohlhabenden wirklich zum Schreck geraten. Spiel mal ab, Jan. Sehen Sie, wenn ein Land wie Griechenland mit den Einnahmen nicht mehr auskommt, da gibt es auch 2 Möglichkeiten. Man kann mehr einnehmen oder man kann weniger ausgeben. Jetzt geben die ja seit 3 Jahren immer weniger aus. Ne? Die Troika hat ihnen das ja befohlen. Ein Sparpaket nach dem anderen. Das machen die ja auch. Was ist passiert? Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Die nehmen noch weniger Steuergelder ein. Die Haushaltslöcher werden noch größer und die müssen jedes Jahr noch mehr neue Schulden machen als früher. Also das Sparen ist ein offensichtlicher Irrweg. Weil wir das jetzt wissen, hat die Troika gesagt, die Griechen sollen auf diesem Weg jetzt schneller vorangehen. Hat die Troika schon mal vorgeschlagen, die Griechen sollen ihre Einnahmen erhöhen? Haben Sie das schon mal gehört? Das ganze Land ist voller Luxuswillen. Ich höre immer, da liegen millionenschwere Yachten in diesen Häfen rum. Und Sie finden in ganz Griechenland keinen einzigen Bürger, der in seiner Steuererklärung mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen angegeben hat.
Da muss man doch mal rausfinden, wem das da alles so gehört. Und wenn die wirklich kein Katasteramt haben, das sagen die ja, die wissen gar nicht, wem welche Häuser gehören, da empfehle ich folgende Vorgehensweise. Ich gehe zur ersten Luxusvilla, klingel da und sage, hören Sie mal, ich bin jetzt vom Finanzamt, ich würde gerne mal wissen, wem der Schuppen hier gehört und wovon das alles bezahlt worden ist. Denn laut unseren Unterlagen hat hier im ganzen Ort kein Mensch mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient. Und wenn sich dann kein Besitzer meldet, dann lasse ich den Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Und dann klingel ich schon bei der zweiten Villa. Und spätestens, wenn sie bei der dritten Villa klingelt, wird sich ein besorgter Besitzer melden und bereit sein, mit dem Finanzamt zu verhandeln, wann er seine Steuergelder nachzahlt. Und mit den Yachten kann man dasselbe machen. Ja, und das Ganze kann man auch live im Fernsehen übertragen, unter dem Motto, wetten, dass sie ihre Steuern zahlen. Das reichste 1% in Deutschland verfügt über 34% des gesamten Barvermögens. Die reichsten 10% verfügen über 34% des gesamten Barvermögens. Das heißt, die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Wenn die reichsten 10% in diesem Land bereit wären, 10 Jahre lang jeweils 5% von ihrem Vermögen abzugeben, das würden die in dem einzelnen Jahr überhaupt nicht mitkriegen. 10 Jahre lang 5% des Vermögens der 10% reichsten und das Problem ist gelöst. Und die Gesetze können wir morgen machen. Da spricht nichts im Grundgesetz gegen. Es gibt nur ein einziges Problem. Wir haben eine Demokratie. Und Sie kriegen in einer Demokratie keine Mehrheit für eine Politik, von der 90% der Bevölkerung profitieren würde. Genau, das ist der Punkt, um den es in unserer Demokratie geht. Da hatte der Helmut noch einen Grundsatztext zu sagen. Erzähl mal, worum ging es denn da gerade? Ja. Wenn man den Normalbürger auf der Straße fragt oder irgendjemand im Freundeskreis, was Demokratie eigentlich ist, kommt selten eine vernünftige Antwort. Denn wer kann wirklich beantworten, was Demokratie ist? Das Volk entscheidet, alles passiert im Interesse des Volkes. Man braucht aber nur eine Enzyklopädie aufschlagen und dann wird man konfrontiert mit mehreren Unterbegriffen der Demokratie. Da gibt es die direkte Demokratie, die repräsentative Demokratie, die konstitutionelle Demokratie, die ökonomische Demokratie. Wenn wir uns jetzt vorstellen, eine Volksgruppe trifft eine Entscheidung wirklich demokratisch, teilweise passiert so etwas in Schweizer Kantonen, normalerweise ist sowas aber nur möglich, wenn nicht mehr als 10.000 Bürger in einer Gemeinschaft vereidigt sind, dass man einfach jeden Punkt bespricht und die Leute fragt, wie wollt ihr das? Deswegen gibt es die Abgeordneten. Die Abgeordneten halten sich aber an die Verfassung. Wenn es irgendetwas in der Verfassung verankert ist, was aber den Interessen der Mehrheit widerspricht, dann ist die Verfassung natürlich vorrangig. Und der wichtigste Punkt, der heute angewandt wird, ist die ökonomische Demokratie. Es wird einfach angenommen, dass die Wirtschaft, so wie sie funktioniert, Grundvoraussetzung ist, dass wir alle mit diesem System leben können und es werden die ökonomischen Interessen einfach in den Vordergrund gestellt und nicht die wirklichen Interessen der Bürger. Und mit diesen theoretischen Punkten sollte sich eigentlich jeder, der in einer Demokratie lebt, auseinandersetzen, weil er letztendlich ja zur Verantwortung gezogen werden kann, weil ja alles im Sinne der Demokratie passiert. Die Staatsschulden, für die wir alle mitverantwortlich sind, das sind 25.000 Euro für jeden Bürger in Deutschland, jeder Neugeborene eingeschlossen. Es kann niemand sagen, das geht mich nichts an. Es ist ja im Sinne der Demokratie passiert, diese Verschuldung, und jeder ist damit zum Schuldsklaven geworden. Aber um es nicht zu weit vom Thema abzuschwenken, ich rate jedem, dass er eine Enzyklopädie aufschlägt und sich mit den Grundpfeilern der Demokratie einmal näher auseinandersetzt. Ja, wir haben eben eine marktkonforme Demokratie und keinen demokratiekonformen Markt. Gut, darf ich vielleicht abschließend nur noch Thema, das jetzt ganz gut bei ausgiebig behandelt haben, ein bisschen was Richtung Skurrilität sagen. Es gibt am 1. Dezember, also von gestern, da einen tollen Artikel im Online-Spiegel, wo also diese 44 Milliarden der Hilfe ein bisschen erläutert werden und das ist recht kompliziert und so weiter. Und dann macht der Spiegel zum Schluss also einen Test, geht auf die Seite vom Finanzministerium, also vom Deutschen, und gibt also in der Suchmaske die Buchstabenkombination ESM ein und die Konklusion lautet, keine Ergebnisse gefunden. Also das muss man sich einmal vorstellen, ja. Also das ist auf der Seite des Finanzministeriums. Das zweite Skurril, aber dann höre ich schon auf, weil es gibt andere Themen, die wir auch noch behandeln wollen, ja, klarerweise. In der Zeit, auch vom 1., also von gestern, werden natürlich, ich sage einmal, wieder alle Politiker herangezogen, die also in die Kerbe schlagen, dass natürlich die Entscheidung demokratisch und vollkommen richtig war und irgendwie, muss ich sagen,
grenzen also diese Kommentare, also von althergeholten Politikern, wirklich schon an Realitätsverlust. So wurde also der Herr Genscher, der mittlerweile 85 ist und seine Pension genießt, herangeholt und natürlich bricht er eine Stange für die Frau Merkel, indem er sagt, es geht um die Rettung Europas. Also ich würde wirklich bitten, dass man all diese Lügen, der Euro hat mit der Rettung von Europas wirklich nichts zu tun. Und wenn wir uns anschauen, die Devastierung, die hohen Arbeitslosenziffern, dass die Leute in den Selbstmord getrieben werden, dass die Kinder nichts mehr zu essen haben, dass unter Anführungszeichen Lebensmittelknappheit entsteht in ganz Südeuropa. Also die Politik der EU-Troika hat genau das Gegenteil dessen bewirkt, nämlich das Friedensprojekt Europa voranzutreiben, und die Politik ist ja von Menschenhand gemacht. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also insofern sollte man endlich aufhören mit diesen wirklich sogar noch von allen möglichen Lagern dahergekommenen Lügen. Die Menschen wissen ganz genau, wie sie also diese Politik zu beurteilen haben. Ja, und sie werden ja immer aufgeklärter und wachen immer mehr auf. Man merkt es auch, die großen, sagen wir mal, Schlachtschiffe der Presse, die sinken, eins nach dem anderen, jetzt die Frankfurter Rundschau, die Financial Times Deutschlands und so weiter, während im Netz immer mehr gut orientierte und vor allem gut informierte Leute unterwegs sind, um sich zum Nulltarif dort wirklich gute Nachrichten zu holen. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Nachricht, nämlich der Mottblatt, die wäre wahrscheinlich auch vertuscht worden. Aber so kam es eben raus, dass die bayerische Justizministerin Beate Merk ein Wiederaufnahmeverfahren anordnen musste, obwohl sie es nicht wollte, weil eben rausgekommen ist, dieser Herr Mollert, Gustl Mollert, ehemals Reifenhändler, der ist eben seiner Frau auf die Schliche gekommen, die hat bei der Bank, bei der sie gearbeitet hat, bei der bayerischen Hypobank, da hat sie Schwarzgeldgeschäfte gemacht. Und er hat sie also jahrelang gewarnt, hat gemeint, lass den Blödsinn, weil sie halt immer weitergemacht hat, hat er sie dann irgendwann auch wirklich angezeigt und hat die ganzen Unterlagen mit eingereicht bei der Staatsanwaltschaft, sehr detaillierte Unterlagen. Die Staatsanwaltschaft, die hat die Unterlagen noch nicht mal angeschaut, hat es auch nicht für nötig gehalten, da irgendwie Ermittlungen anzustellen. Und stattdessen wurde dann der Gustl Mollert psychiatrisiert, das heißt, er wurde für verrückt erklärt und zwangseingewiesen in die Psychiatrie. Also das ist eigentlich ein ganz unhaltbarer Zustand, muss man mal wirklich sagen. Aber jetzt kommt es Gott sei Dank raus, oder? Bitte? Aber jetzt kommt es Gott sei Dank raus. Was weißt du denn sonst noch darüber? Naja, ich vermute eigentlich, dass die Geschichte dieser Mollert, die ja wirklich sag ich mal, ein Paradebeispiel ist, wie man also wie die Justiz ganz einfach den Rechtsapparat missbraucht. Ja? Ich habe auch also darüber gelesen, und es ist wirklich ein erschütterndes Schicksal, dass die Revisionsberichte intern der Bank eigentlich schon damals, wie das Verfahren eingestellt wurde, alle Vorwürfe des Herrn Mollert bestätigt haben, und trotzdem hat die Justiz nicht weiter ermittelt. Aber es gibt bei uns also ähnliche Fälle, wo halt in Österreich, ich sage einmal, macht man das unter Anführungszeichen eleganter, also irgendwelche Vorwürfe gegen Politiker werden einfach so lange liegen gelassen, bis sie verjährt sind. Da gibt es also einige Beispiele. Ja. Und wir haben also auch noch andere Beispiele in der österreichischen Justiz, also den Herrn Strasser, auf den werden wir in einer der nächsten Sendungen genauer zu sprechen kommen. Ja, die einzige Frau Mollert, inzwischen sind sie ja geschieden, hat übrigens dem Banking den Rücken gekehrt inzwischen und betreibt heute unter neuem Namen eine Praxis für Geistheilung. Ich fand, das passt ganz gut. Ja, vielleicht noch ein bisschen den wirtschaftlichen Hintergrund, wenn ich beleuchten darf. Es gab ja eine Razzia bei der Hypovereinsbank mit dem Verdacht auf Steuerhinterziehung. Und mittlerweile, also es geht um ca. 160 Millionen, und das nennt man so mit einem schönen Wort, also in der Wirtschaft gibt es immer so schöne Wörter, nicht so Systemrelevanz und so weiter. Und hier heißt der Betrugstatbestand Dividendenstripping. Und das funktioniert ganz einfach so, dass eine Bank halt versucht, mehrmals die Kapitalertragsteuer einzureichen, ohne dass sie die jemals bezahlt hat. Das heißt, sie bekommt also die Kapitalertragsteuer rückerstattet vom Finanzamt und ganz einfach hat die in verschiedenen Bereichen eben nicht bezahlt. Das ist nichts anderes wie Steuerbetrug. Mittlerweile gibt es sogar Spuren, die, wen wundert's, in die Schweiz führen. Und ich denke, also diese Razzia hat vielleicht also auch den Herrn Mollert geholfen, dass er jetzt sein Fall wieder neu untersucht werden muss, weil er, so man annehmen kann, nachdem ja seine Dinge von der Revision der Bank intern bestätigt wurden, dass ihm hoffentlich bald Recht gegeben wird und er wieder Recht erfahren wird und freikommt. Ja, und er nimmt auch langsam Fahrt auf, der Gustl Mollert.
Er hat zum Beispiel jetzt eine eigene Seite, gustl4help.de. Ich lese nochmal vor, gustl-4-help.de. Da erzählt er das Ganze nochmal sehr chronologisch. Er hat da auch Helfer außerhalb der Psychiatrie. Und man kann sich da auch direkt an ihn wenden, ihm einen Brief, ihm eine E-Mail schreiben, die würde dann ausgedruckt. Er hat natürlich kein Internet in der Psychiatrie, aber das würde ihm dann postalisch zugeleitet werden. Er hat auch ein Zitat draufgesetzt bei sich auf die Seite. Ich lese das einfach mal vor. Wie es einer Bank mit Regierungsbeteiligung fast gelungen wäre, Schwarzgeldverschiebungen zu vertuschen und einen Kritiker ohne Lobby über den Missbrauch forensischer Psychiatrie und fachlicher Gutachten mundtot zu machen. Und genau darum ging es ja letzten Endes. Das heißt, Banken und Staatsanwaltschaften müssen wohl Hand in Hand arbeiten. Und es scheint auch gängige Praxis zu sein. Zum Beispiel wurden ja auch die Frankfurter Steuerfahnder damals psychiatrisiert. Die haben also einige Steuersünder aufgetan und wollten die verfolgen. Und dann wurden sie eben auch von ihren Vorgesetzten für verrückt erklärt. Und letzten Endes schloss dann der Hessische Landtag die Untersuchungen zur Steuerfahnder-Affäre ab. Und CDU und FDP erkennen in der Zwangspensionierung von den früheren Frankfurter Steuerfahndern offenbar keinerlei Skandal. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal dabei. Richtig. Also ein weiterer Skandal wäre natürlich das, was der Herr Schäuble da versucht zu verteidigen. Ich meine, das Steuerabkommen mit der Schweiz ist ein einziger Skandal. Also ich kann ja nicht wirklich sagen, dass Leute, die Schwarzgeld dort veranlagt haben, dass die dann anonymisiert weiterhin das Geld dort verwenden dürfen und ich nur also die Vermögenszuwächse besteuere. Österreich hat das unterzeichnet, Deutschland haben die Länder dagegen gestimmt und Österreich sagt zum Beispiel ein Vertreter der SPÖ, na dann bekommen wir wenigstens Geld. Also hier gibt es ein komplettes Rechtsunverständnis. Es ist sagenhaft, dass zu welchen Aussagen sich Politiker hinreißen lassen, nur damit also die Steuerhinterziehung weiterhin als, ich sage mal, Kavaliersdelikt dargestellt wird. Das ist wirklich atemberaubend. Ja, aber sag mal, Ottmar, wie ist das eigentlich? Steuern ist eine Sache, aber es gibt ja keine Vermögensteuer bei uns, keine nennenswerte. Und wenn, dann werden ja Zahlen genannt von 0,75%, vielleicht bis maximal 1,2%. Aber da schwitzen schon alle, während der normale Steuerzahler, der wird so mit 30 bis 50% belangt. Also kann man sagen, so 1 bis 2% würden die gar nicht merken. Wie viel müssten die denn eigentlich überhaupt abgeben, um den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen? Ja, es gibt da gute Vergleiche. Sagen wir, in Österreich wurden die Vermögenssteuern 1994 abgeschafft, in Deutschland, glaube ich, auch erst vor ein paar Jahren. Und da muss man jetzt unterscheiden, also das, was die 0,6 oder 0,5% Österreich liegt da eng zusammen mit Deutschland von Bruttoinlandsprodukten und Vermögenssteuern ausmacht, ist vorwiegend die Grundsteuer. Und die Grundsteuer zahlen natürlich die meisten Betriebe, da gibt es halt verschiedene Freibeträge und so weiter. Vergleicht man jetzt, ich glaube, Österreich ist bei 0,6, Deutschland bei 0,9% vom BIP, das mit anderen, eben mit neoliberalen Ländern, wie zum Beispiel USA oder Großbritannien, also die USA liegen, glaube ich, bei 3,6, Großbritannien bei 4,5%. Und selbst die Schweiz hat 2,4% vom BIP Vermögensteuern. Und das Interessante dabei ist, dass die Schweiz 1,4%, also 70% von den 2,4 circa, Vermögenssubstanzsteuern hat. Das heißt, es wird nicht der Vermögenszuwachs besteuert, auch nicht irgendwelche Kapitalverkehr, also so wie die Börsenumsatzsteuer oder die Finanztransaktionssteuer, die diskutiert wird, sondern die Vermögenssubstanz. Also wenn ich 1 Million Vermögen habe, zahle ich halt bei 1% oder 1% davon per anno, unabhängig davon, ob ich einen Ertrag erwirtschafte. Und alle argumentieren, also alle in Österreich, genauso wie in Deutschland, ja, man könne die Vermögenssubstanz natürlich nie besteuern. Gerade die Schweiz macht das mit 1,4%. Und mir ist nicht bekannt, dass alle Reichen, die das Geld in die Schweiz transferieren, also dort am Hungertuch nagen oder auswandern oder alle nach Singapur oder auf Macau nach Hongkong ziehen. Ja, hier muss ich aber einen ganz markanten Punkt einwenden. Wenn von Vermögensteuer und von der Reichensteuer gesprochen wird, dann ist die Zielgruppe eine Gesellschaftsschicht, die ich eher als Mittelstand bezeichnen würde. Leute, die ein paar hunderttausend Euro haben, vielleicht einige Millionen Euro. Das große Problem in unserer derzeitigen Wirtschaftssituation sind aber nicht diese Leute, die das Geld haben, um einfach ihr Haus ohne Hypothek zu finanzieren, etc. Es sind diese enormen Billionenvermögen,
die als internationales Kapital angesammelt sind. Und wie vor einigen Monaten ein Artikel bei Reuters bekannt gegeben hat, zwischen 23 und 32 Billionen Dollar sind in Steueroasen, Jersey, Bahamas, britische Jungferninseln etc. gebunkert. Und dieses Vermögen ist durch eine Vermögensteuer nicht angreifbar. Und hier sehe ich das große Problem. Das ist vollkommen richtig, Helmut. Nur auf der anderen Seite muss ich dich da korrigieren. Wenn man hernimmt, den Mittelstand trifft es ja überhaupt nicht. Weil wenn man hernimmt, in Österreich, genauso wie in Deutschland, 60-65% der Menschen haben überhaupt kein Geldvermögen, also kein nennenswertes. Nennenswert wären von mir so 300.000, 400.000 Euro und 60-70% liegen unter 50.000 Euro Geldvermögen. Die meisten haben gar kein Immobilienvermögen und von Unternehmensbeteiligung haben die sowieso nichts. Also jeder, der von Mittelstand spricht, ja, bei Vermögen gibt es keinen Mittelstand. Das ist diese Umverteilung, die also stattgefunden hat und natürlich bin ich vollkommen bei dir, betreffend also Steueroasen. Also das wird ja nach wie vor verduscht und da traut sich ja kein einziger Politiker auch nur eine einzige Aktivität in Angriff nehmen oder gar irgendeinen Vorschlag, einen Gesetzesvorschlag in ein Parlament einbringen. Und hier wird meines Erachtens die EU-Parlamentarier aufgefordert, aber dort herrscht es sowieso Funkstille in dieser Richtung. Ja, ja. Das will ich vom Thema abschwenken, das möchte ich noch hinzufügen. Ich habe den Begriff Mittelstand jetzt in Bezug auf das Vermögen verwendet und nicht so, wie er allgemein verstanden wird. Der Normalbürger geht davon aus, jemand, der 5 Millionen Euro besitzt, sei reich. Wenn das bereits Reichtum ist, was sind dann 500 Millionen Euro? Wenn jemand 500 Millionen hat und reich ist, was ist dann jemand, der 10 Milliarden hat? Also völlig die Grenze im Vermögen ist nach oben sehr, sehr weit offen und es gibt durchaus glaubhafte Gerüchte, dass die reichsten Menschen dieser Welt um ein Vielfaches reicher sind als Carlos Slim und Warren Buffett. Und hier sehe ich eine ganz andere Art, die Schichten zu kategorisieren. Und mit 5 Millionen, wie kann man damit reich sein, wenn andere Leute Milliarden besitzen? Ach, das Milliarden, das stimmt so gar nicht. Das Rothschild-Vermögen wird geschätzt auf 500 bis 600 Billionen, Englisch Trillions, Billionen Dollar. Also das sind astronomische Größen. Das schafft eigentlich nur noch das Licht, solche Strecken zurückzulegen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir müssen jetzt mal langsam wieder ein bisschen Musik machen. Wir haben 18:27 Uhr. Deswegen kommt jetzt von Mel Take Advantage und danach geht es dann gleich wieder weiter mit uns. In spite of all the sadness of my tears, my heart sees itself as a stormy child will come my window. You've hurt me like no one did before. Did before. But think I need some compassion. I drop my own competition by the way you were a great opponent. Probably met a few times later, but it surely make us stronger. Face to face with life, don't you see? Oh, this summer was waiting for your need, for your need. Back to the start and do not turn around. Say okay and please and tell me why. Make a break. Is a bang like you. Something strong is pouring, it's been digging to my veins. See, we're back to the beginning. It's just a vicious circle we built here. Don't be afraid to see me while they cry.
Ja, der Helmut, der hat mich gerade angechattet, der meinte, das Weltvermögen würde so ungefähr bei 200 Billionen liegen, also ungefähr ein Drittel von dem, was ich angegeben habe, was Rothschild haben sollte. Kannst du mal genau erklären, wo du die Zahlen her hast und wie du darauf kommst? Also wenn man im Internet danach sucht, wie reich die Rothschilds wirklich sind, da gibt es einige Schätzungen, die habe ich auch gelesen, von 500, 600 Milliarden. Und das sind alles so unvorstellbare Beträge, da passiert sehr, sehr leicht, dass man sich im Begriff irrt. Kommt dann noch dazu, wenn man auf Englisch liest, ist ja Billions das, was wir eine Milliarde bezeichnen. Das Weltvermögen laut Credit Suisse, dem World Wealth Report 2011, den man als PDF-Datei runterladen kann, betrug im Jahr 2011 231 Billionen Dollar. Und das Vermögen der Rothschilds, offiziell gibt es überhaupt keine Angaben. Es gibt in der Forbes-Liste der Billionäre, der Milliardäre, einen einzigen Rothschild, der auftaucht, ein gewisser Nathaniel, der seinen Wohnsitz in Kanada hat, mit einer Milliarde. Das ist natürlich lächerlich. Von Börseninsidern, das weiß ich ziemlich genau, wird das Vermögen der Rothschilds auf mehrere Billionen geschätzt. Wenn man jetzt das Gesamtvermögen der Welt mit 231 Billionen annimmt, und diese Angaben sind ziemlich verlässlich, dann ist das natürlich schon ein gewaltiges Vermögen, wenn mehrere Billionen davon in der Hand einer einzigen Familie sind. Das wollte ich nur richtig gestellt haben, denn mehrere hundert Billionen, das ist ausgeschlossen. Es sind mehrere Billionen, aber im Vergleich zu Carlos Slim, der mit, glaube ich, 69 Milliarden der reichste Mann der Welt sein soll, ist das natürlich auch ein gewaltiger Unterschied, der eigentlich bekannter sein sollte, als er ist. Gut, dann lasse ich das einfach mal so stehen. Danke für die Info. Wir kommen zum nächsten Thema. Die Goldmänner kommen, also die ganzen Goldfinger von Goldman Sachs. Und die haben es tatsächlich geschafft, in Europa eine Schattenregierung zu installieren. Zum Beispiel Mario Draghi, der neue Präsident der EZB von 2002 bis 2005, Vizepräsident bei Goldman Sachs in London. Oder Mario Monti, der neue Ministerpräsident von Italien, seit 2005 internationaler Berater bei Goldman Sachs. Oder der ehemalige griechische Ministerpräsident Lukas Papademos von 1994 bis 2002 Präsident der griechischen Zentralbank und an den von Goldman Sachs verheimlichten Bilanzfälschungen des Landes beteiligt. Und man sagt auch heute, dass genau diese Bilanzfälschungen jetzt zur europäischen Krise geführt haben sollen. Und dann, das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil es auch das aktuellste im Moment ist, der Kanadier Mark Carney. Der ist nämlich zum neuen Chef der Bank von England ernannt worden und Carney war 13 Jahre lang bei Goldman Sachs. Und vor allen Dingen die russische Finanzkrise 1998 war er ebenfalls involviert. Entschuldigung. Da hat also er für Goldman Sachs Russland beraten, wo die am besten anlegen sollen, hat die da voll gegen die Wand fahren lassen und gleichzeitig haben sie gewettet, dass Russland die Schulden niemals würde zurückzahlen können. Also Kreditausfallversicherungen, ne? Kredit-Default-Swaps. Und also man kann auf gut Deutsch sagen, eine Bank sitzt an den wichtigsten Schaltstellen Europas. Was denkst du darüber, Ottmar? Na, ich möchte so mal diese personellen Rochaden, also als auch die personellen Besetzungen in der Federal Reserve und in der US-Regierung eher dem Helmut überlassen, der doch auch auf die Intelligence einen tollen Beitrag geschrieben. Und ich denke, die meisten Hörer kennen ja den Beitrag, der in Arte TV gelaufen ist, ich glaube auch im ZDF und auch im ORF, über das Unternehmen Goldman Sachs, wo zum Schluss der Herr Trichet eine Aussage betreffend des Herrn Draghi verweigert und natürlich, also sagt, das war nicht ausgemacht, dass wir darüber sprechen. Ich möchte aber vielleicht noch was anderes, dass diese Macht für mich schon eine irre Allmacht unterstreicht, was vielleicht viele auch nicht gelesen haben, was in der Presse gestanden ist, in Österreich als auch in der Deutschen Zeit, und zwar betreffend Griechenland und dieser Budgettricksereien, die du angesprochen hast, Josch. Und zwar mit der Überschrift EZB-Studien zu Griechenland bleiben unter Verschluss. Also das berühmte Online-Portal Bloomberg, wir alle wissen, dass der Herr Bloomberg ja der Bürgermeister von New York ist,
Da hat also eine Dame recherchiert und hat also geklagt auf Herausgabe dieser Machenschaften, dieser Swap-Geschäfte, um die Schulden Griechenlands zu verschleiern, wie du das richtig angedeutet hast, Josch. Das war circa im Jahr 2010. Und sie hat also da zwei Dinge eingeklagt. Erstens einmal diese Schuldverschleierung und zweitens hat die griechische Nationalbank, das ist jetzt wirklich, ich sage einmal, die Spitze der Information, eine sogenannte außerbilanzielle Gesellschaft extra gegründet, um eben diese Deals, diese Swap-Geschäfte zur Schuldentrückung Griechenlands zu vermeiden, hat sie also so eine Zweckgesellschaft gegründet. Das war also der zweite Punkt, den sie als Information verlangt hat, dass die EZB herausgibt. Also erstens einmal der Deal und zweitens Informationen über diese Zweckgesellschaft. Und da liegt jetzt das Urteil des EU-Gerichtshofs, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, vor, die also die EZB bestätigt, dass die EZB diese Deals, diese Informationen nicht herausgeben muss. Und das begründet sie dermaßen, dann bin ich schon bald zum Ende, das öffentliche Interesse im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik der Union und der Griechenland konkret und tatsächlich würde also diese Information dies beeinträchtigen. Das heißt, die Deals, die Goldman Sachs mit Griechenland gemacht hat, um alle zu belügen, sind wichtiger als genau diese Information den Menschen zur Verfügung zu stellen, was hinter dem Vorhang getrickst wurde. Und genau das führt ja zu dieser verheerenden Wirtschaftspolitik. Ja, und vor allem die Leute, die zahlen ja das Geld und deswegen besteht natürlich sehr wohl ein öffentliches Interesse. Das ist also mit Abstand die schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe. Aber Helmut, dann habe ich dich da offenbar übergangen. Du wusstest da noch einiges zu sagen. Erzähl doch mal. Also zum Thema Goldman Sachs ist auf der Intelligence sehr, sehr viel geschrieben worden, wenn auch nicht von mir. Es gibt einen Artikel, der heißt, es ist kein Geheimnis mehr, Goldman Sachs regiert die Welt, das bezieht sich auf diese Sendung, die bei ARD ausgestrahlt wurde. Ich glaube, auf diesem Punkt muss ich sagen, es ist immer schwer, Beweise zu erbringen. Das sind Meinungen, die sich zusammensetzen aus Einzelinformationen. Goldman Sachs ist vermutlich nur die Spitze vom Eisberg. Aber es ist eine Tatsache, dass immer mehr Personen in politische Spitzenfunktionen kommen, wie es der Fall ist in Griechenland, in Italien, die aus der Goldman Sachs Clique stammen, die dort erzogen wurden, die dort ihre Verbindungen haben und die vermutlich auch dort ihre Befehle empfangen. Und etwas, was sehr wenig bekannt ist, vermutlich wurde diese ganze Wirtschaftskrise, mit der wir jetzt zu tun haben, die Schuldenkrise, die Bankenkrise, von Goldman Sachs überhaupt erst eingeleitet. Das geht zurück auf diese Immobilienblase, die in den Vereinigten Staaten geplatzt ist. Da wurden einfach Hypothekarkredite vergeben, ohne irgendwelche Sicherheiten, außer dem Hauswert, der irgendwann einmal gesunken ist, weil ja der Markt überreizt war. Und da hat Goldman Sachs einen Deal gemacht mit einem gewissen John Paulson. Und zwar wurden Hypothekardarlehen in ziemlich giftige Anlagepakete zusammengefasst, die hießen Abacus 2007, wurden den Goldman Sachs Kunden verkauft. John Paulson hat dagegen gewettet und hat damit 10 Milliarden Dollar verdient. Und damit ist eigentlich erst dieses Platzen der Immobilienblase in Bewegung gekommen. Und alles Weitere ist daraus eigentlich erst entstanden. Also Goldman Sachs ist wahrscheinlich nicht die Weltdiktatur schlechthin, aber hat eine Schlüsselrolle. Und wenn man Goldman Sachs etwas näher unter Beobachtung hält, dann versteht man sicher besser, was auf der Welt passiert. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und es ist ja auch so, dass die Leute nicht nur von Goldman Sachs in hohe politische Ämter hineintropfen, sondern auch umgekehrt von hohen politischen Ämtern hin zu Goldman Sachs oder auch zu anderen Unternehmen hier bei uns, zum Beispiel auch bei der Bank, zum Beispiel dieser Sarrazin mit diesem furchtbaren Buch, der war irgendwie so unbrauchbar, dass er ihn dann hier bei der Bundesbank parken mussten. Da werden dann so die ganzen Loser abgelegen und können dann da keinen großen Schaden mehr anrichten. Gut, wir können zum Anfang. Darf ich mal ein Schlusswort ergänzen? Also das, was mich schon also ziemlich stört, weil halt immer wieder von Politikern und Mandataren, eben wie wir schon zuvor gesagt haben, also die parlamentarische Demokratie nach außen gekehrt wird und schlicht die Menschen belogen werden. Das lässt sich leicht verifizieren, also das ganze EU-Parlament hätte einfach der Bestellung Draghis nicht zustimmen müssen. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter im Text, damit wir vorankommen. Wir sind ohnehin schon in der Zeit ein bisschen hinterher.
Wir kommen jetzt zum Armutsbericht 2012 und der ist tatsächlich nominiert worden für den Deutschen Science-Fiction-Preis vom Deutschen Science-Fiction-Club. Zumindest schreibt das der Postillon. Und das liegt daran, dass sich herausgestellt hat, dass der total gefaked ist. Wer weiß denn da was drüber? Ja, es wurde ein Bericht, ist aufgetaucht. Also es gibt immer so Vorberichte, bis dann der endgültige Bericht kommt von dem Rechnungshof oder von Armutsinstitutionen, Armutskonferenz in Österreich zum Beispiel. Und dieser vorläufige Bericht ist bei der Süddeutschen aufgetaucht, da haben dann alle Zeitungen also zitiert, wo eben so 4, 5 entscheidende Passagen, die also wirklich diese Ungleichheit der Verteilung der Einkommen und der Vermögen offenbaren, was hier die letzten 10 Jahre ihr Gegenstand der Politik war. Also vielleicht immer wieder, liebe Hörer, wenn wir von der Ungleichheit von Vermögen und Einkommen sprechen, dann ist ja das nicht etwas, was also vom Himmel gefallen ist. Das sind also Steuergesetze, das sind Gesetze, die durch den Bundestag und Nationalrat marschieren und alle Parteien, die zustimmen, haben diese Ungleichheit natürlich verursacht. Und das hat die Süddeutsche aufgenommen, andere haben dann zitiert und dann ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema gewesen, auch diese Woche. Ich zitiere da vielleicht 2 Passagen, also die aus dem ursprünglichen Bericht waren und dann also vom September und dann also vom November, was eben jetzt von der deutschen Regierung ganz einfach geschönt, gefärbt oder gefaked wurde. Punkt 1 war, die Privatvermögen in Deutschland sind ungleich verteilt, heißt es im Original. Diese Passage taucht im Novemberbericht gar nicht mehr auf. Und der zweite wichtige Punkt, die Einkommensspreizung hat zugenommen, war auch die ursprüngliche Passage im Bericht vom September. Auch diese Aussage wurde schlicht und einfach gestrichen. Dafür ist sie da, die Presse, dass sie sowas rausbekommt. Und das ist ja schön, wenn die Kerle endlich mal ihre Arbeit machen. Na gut, damit nähern wir uns der Zielgeraden. Und das ist eine neue Rubrik, die wir eingeräumt haben, eingerichtet haben, die Rubrik Verrückte Welt. Von Douglas Adams stammt ja das Zitat, das Universum ist ein Irrenhaus und die Erde ist die geschlossene. Und das beweisen wir jetzt gleich mal anhand der nächsten 3 Meldungen. So fordert zum Beispiel ein US-Politiker von den Republikanern die Todesstrafe für ungehorsame Kinder. Der Verrückte heißt Charlie Fuqua, kandidiert für das Repräsentantenhaus von Arkansas. Und er meinte, man müsste gar nicht so viele Kinder töten, weil dann die ganzen anderen Kinder Angst bekämen. Das wirklich Interessante, das ist die Begründung. Er beruft sich dabei nämlich auf ein Bibelzitat aus dem 5. Buch Mose, das sogenannte Deuteronomium. Das ist irgend so ein okkulter Kram. Und da steht, wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der die Stimme seines Vaters und der die Stimme seiner Mutter nicht gehorcht und auch, wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht. Und er ist ein Prasser und ein Trunkenbold obendrein, so sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, auf dass er sterbe. Und so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Also diesen Schwachsinn führt er also tatsächlich an, um damit Kindermord zu legitimieren. Das war übrigens sogar den Republikanern ein bisschen zu viel. Die distanzieren sich seither von ihm, zumindest so lange, bis wieder Gras über die Sache gewachsen ist. Aber das zeigt doch mal, wie absurd die Dinge sich in den USA gerade entwickeln. Nicht weniger absurd ist ein Abschiebungsurteil aus Österreich. Darüber weißt du wiederum mehr, Ottmar. Ja, das Abschiebungsurteil liegt mittlerweile sogar vom Verfassungsgericht zuvor, also die also das auch abgelehnt hat. Und zwar geht es um ein junges Mädchen, 12 Jahre, die also vor 5 Jahren mit ihren Eltern nach Österreich gekommen ist, aus dem Kosovo. Das Absurde dabei ist, dass zuerst also ein Erlass gegeben hat, dass das Kind innerhalb von 2 Wochen abzuschieben wäre, also mit ihren Eltern in den Kosovo, mit der also Begründung, dass also ein Integrationsbemühungen, substanzielle, nachhaltige Bestrebungen, es darauf keine Hinweise gebe. Daraufhin hat also die Schule, alle Kinder und natürlich auch die Direktion, also ca. 500 bis 600 Unterschriften, genau das Gegenteil bestätigt. Und das Urteil ist sogar, oder das, die Bemerkung der Deutschlehrerin ist wirklich, widerspricht also diametral dieser Erkenntnis, dass keine Integrationsbestrebungen es gegeben hätte. Sie meinte, dass also die Leoneser die beste im Deutschunterricht überhaupt sei in dieser Popperschule, wo sie also zur Schule geht. Daraufhin haben also Rechtsanwälte
Das geht bei uns dann weiter. Also die letzte Rechtsinstanz ist natürlich der Verfassungsgerichtshof, ob der hier noch eingreifen könnte aufgrund der Asylgesetze. Und der hat das auch abgelehnt. Jetzt gibt es also nur noch, ich sage einmal, liegt das Ganze dann beim Bundeskanzler, ob hier also noch eine humane Lösung gefunden werden kann. Aber allein das zeigt, also das österreichische Asylgesetz, das wirklich an Absurdität nicht mehr zu übertreffen ist, das wirklich also Schicksale von Kindern trifft. Und ich glaube, man muss also wirklich hier sagen, dass also Österreich hier gut beraten wäre, ganz einfach solche menschlichen Härten zu vermeiden. Das zeigt doch die Politik in einem ganz einem anderen Licht, dass es hier nämlich nicht um Menschen geht, sondern nur um die Rettung von Banken. Wenn wir da wieder zurückkommen zum ersten Thema, zum Thema, wo also in Deutschland und später auch in Österreich eben die Banken und gerettet werden und nicht die Menschen. Ja, und ein weiterer Skandal in dem Zusammenhang ist auch, dass die Kleine vor Gericht gar nicht erst angehört worden ist, sondern die haben, ohne sie zu fragen, entschieden. Ja, eine Meldung habe ich auch noch. Es geht diesmal wirklich nur um Kinder, aber das ist Zufall, das ist reiner Zufall. Das Jobcenter oder die Jobcenter, die verschicken immer öfter Mahnschreiben und auch Schuldenbriefe an Kinder in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften. So wurde zum Beispiel jetzt ein 8-Jähriger vom Jobcenter Lübeck aufgefordert, innerhalb von einer Woche insgesamt 2.163 Euro zu zahlen. Die Mutter ist durchgedreht, der Kleine hat sich auch furchtbar erschreckt und die haben es durchgezogen seit dem 1. November, also seit letztem Monat. Kassieren die jetzt also jeden Monat 75 Euro von dem Kleinen für ein halbes Jahr lang. Und in dieser Zeit muss der Junge dann mit 176 Euro zum Leben irgendwie auskommen. Also Nahrung, Kleidung, Schulsachen, Bleistifte, Bücher, Hefte, fährt nochmal eine Klassenfahrt oder so. Und das ist natürlich mit dem Geld überhaupt nicht machbar. Das ist eine Riesensauerei. Und das ist noch nicht mal ein Einzelfall. Da gibt es zum Beispiel ein 10-jähriges Mädchen, die muss es ebenfalls jeden Monat 10 Euro abdrücken an die Sozialbehörde. Und das ist insgesamt, nicht nur insgesamt, sondern faktisch total illegal von der Behörde. Denn in den 90er Jahren da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Pfändungen bei Kindern und Jugendlichen streng untersagt sind. Also da ist der Amtsschimmel mal wieder rot über die Straße. Wir gewöhnen uns langsam dran, aber blöd ist es trotzdem. So, das war es jetzt auch schon für uns heute. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Es ging um geldgierige Banker, um machtgierige Politiker und letztlich auch um die Gier des Staates nach dem Vermögen von Kindern. Und deshalb haben wir uns zum Schluss noch einen kleinen Einspieler aufgehoben. Ein Gedicht von Wilfried Schmickler, Die Gier. Vorher verabschieden wir uns aber schon mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gleicher Tag, gleiche Zeit. Und jetzt zum Schluss nochmal Wilfried Schmickler. Bis nächste Woche. Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst in mir, es frisst in dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier? Und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstere Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch, die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er es auch. Wie? Das soll schon gewesen sein? Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist doch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit. Die Gier und ihre Brut, der Neid. Das bringt mich doch mal ins Grab, dass der was hat, was ich nicht hab. Dass der wo ist, wo ich nicht bin, das will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der, warum nicht ich, was der für sich, will ich für mich? Der lebt in Saus und lebt in Braus mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt den coolen Großkotz raus, wahrscheinlich alles auf Kredit. Der protzt und prahlt und strotzt und strahlt, wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich um sich selber dreht und wie der aus dem Auto steigt und aller Welt den Hintern zeigt. Blasierte Sau! Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und degutant und diese Blagen, die es wagen, die Nasen so unendlich hoch zu tragen. Da hört aber auf der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis dass der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht, das hat allein die Gier gemacht. Ich hab alles in der Hand und beginne es zu lenken, wie der Bundestag das Hanf und bring es langsam unter Menschen. Wir werden verarschlich, weil ich das täglich sehe. Schuldet unser Geldsystem, frag doch mal die EZB. Was geht hier ab? Ja, man tanzt uns auf der Nase rum, ob nur beim Klimawandel oder doch in all den Wahlbüros. Ich rauch ne Wahlbüro und finanziere den Untergang, gesteuert durch Konzerne, dann durchgeführt vom Bundestag. Die Welt ist wunderbar und alles kommt so unerwartet. Stasi 2.0, Digga, das ist erst die Unterlage. Ja, ihr glaubt mir nicht.
nicht. Guckt auf die NPD, er guckt dort auf die Führung und vergleicht es mit dem BND. Das ist Eugenik, scheiß ihr wollt die Welt rassenrein. Dazu braucht man Kontrolle über Medien und Massenhype. Man muss die Angst schüren und braucht einen schwarzen Club, damit die Leute sehen, nur Gesetze bringen den wahren Schutz. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt. Denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse. Ja, ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt. Denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse. Ja, ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Auch diese Regierung plant Aktion mit falschen Flaggen. Das ist Standard in der Welt und bekannt sind Massenhafte. Der Brand des Reichstags und die Attacke Polens sind zwei Beispiele für sowas und nicht nur blanker Hohn. Das ist die Wirklichkeit und nicht nur so ein Verschwörungsscheiß. Operation Gladio, die NATO und der Bürgersteig. Das ist die World of Life und sie ist mörderisch. Denn Tote säumen den Weg, das nicht bildlich, sondern körperlich. Es ist schon richtig, Alter, Geld regiert die Welt. Und das Geld regieren wenige, bis es vor uns zerfällt. Das ist gewollt, genau wie inszenierter Terror. Man erzählt uns allen Scheiße, ja, und ihr findet den Mentor. Ich könnte kotzen, was ihr von euch gebt, sind Heuchelein. Ihr seid verlogen, ich schrei Hände hoch und Feuer frei. Bis ihr zu Boden sagt, denn jeder wird gefordert. Welcome, Motherfucker, to the new world order. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt. Denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse. Ja, ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Ich bin der König, das ist ganz alleine meine Welt. Denn ich bin doch Bankier, heißt ich druck und verleih das Geld. Ich bin Diktator und dabei eine Honigfresse. Ja, ich raub euch aus, ey, und ihr findet mich so ganz nett. Dr. Gregor Gysi ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. G8 ist nicht legitimiert. G8 spielt sich als Weltregierung auf. Es gibt keinen einzigen Beschluss der Organisation der Vereinten Nationen, die das legitimiert. Verstehen Sie? Das ist einfach so entstanden, um Weltpolitik zu machen, und zwar an der UNO vorbei und ohne die UNO. Und das ist nicht legitim, und da ist auch der Protest legitim. Worüber sollten Sie reden? Sie könnten über die Beendigung der Kriege im Irak und in Afghanistan reden. Was soll denn die ganze Theorie, die diesbezüglich aufgestellt worden ist, dass das ein wichtiger Krieg gegen den Terror sei? Also, mal sollte man diese Dinge beenden und zurückkehren auch zum Völkerrecht. Ich sage das hier nochmal ganz klar. Der Krieg gegen Jugoslawien, der Krieg gegen Irak, die Operation Enduring Freedom sind und waren alle völkerrechtswidrig. Ja, das muss ich Ihnen mal sagen. Vorbeuger wissen, was das bedeutet. Da wird jemand in Haft genommen, dem nicht einmal eine Straftat vorgeworfen wird. Sie nehmen dem bis zu 14 Tagen die Freiheit für gar nichts. Nur weil Sie sagen, der könnte ja vielleicht mal eine Straftat begehen. Ich bitte Sie, das ist überhaupt nicht hinnehmbar.